Je nachdem, wo ich unterwegs bin, höre ich in den letzten Wochen und Monaten immer öfter: Wann platzt die Blase? Jedes Mal, wenn es um Immobilien geht, fragt mich jemand: Wann platzt die Blase? Ich sage dann grundsätzlich erstmal darauf: Welche Blase? Bevor eine Blase platzt, muss erstmal eine da sein. Und ich selbst sehe noch keine Blase. Natürlich sind die Mieten gestiegen in den vergangenen Jahren. Sie sind stark gestiegen. Auch die Immobilienpreise für Eigentumswohnungen, die Quadratmeterpreise, sind erheblich gestiegen. Aber ich sehe noch keine Blase. Solange sich Immobilien rechnen, solange die sich mit 4% oder gar mehr rechnen, kann es gar keine Blase sein. Ich habe eine Immobilie erworben. Selbst wenn die Preise anschließend runtergehen, ich habe eine Miete dafür, ich kann meine Zinsen zahlen, und selbst wenn es mal 1, 2, 3 Jahre keinen Wertzuwachs gibt, langfristig erhöhe ich meinen Wert durch die Tilgung und demnächst auch irgendwann wieder durch Wertsteigerung. Aber beides sehe ich noch nicht. Ich sehe in den nächsten Jahren weiter steigende Mieten, allerdings nicht unbedingt in den Metropolen, sondern in dem Speckgürtel drumherum oder in B-Lagen. Da sehe ich weiter steigende Mieten und ich sehe auch weiter steigende Kaufpreise. Und das ist genau das, was eben überhaupt keine Blase verursachen kann. Ich habe keine Angst vor einer Immobilienblase.